Okay, herzlich willkommen nach langer, langer Zeit bei einem neuen Let's Play von Towns. Es gab viele, viele Updates. Es gab unter anderem ein Update, was auch der Grund ist, wieso ich mit den Towns Let's Plays erstmal aufgehört habe. Das Speichersystem verändert hat. Und zwar, früher war es ja so, dass jede Map ein eigener Spielstand war. Mittlerweile ist es so, dass man mehrere Spielstände haben kann. Was ich gut finde. Dadurch, dass das alte Spielstandssystem aber verändert wurde, wurden alle Spielstände, die man zuvor hatte, gelöscht. Beziehungsweise waren nicht mehr möglich zu spielen. Aber das ist ein relativ fairer Preis dafür, wenn man bedenkt, dass man jetzt endlich multiple Spielstände pro Map haben kann. Und ja, wie gesagt, deswegen habe ich erstmal aufgehört, weil ich mir so viel aufgebaut hatte und dann keine Lust hatte, nochmal von vorne anzufangen. Aber es gab jetzt noch viel, viel neue Updates, die mir Lust gemacht haben, nochmal anzufangen. Und deswegen spiele ich jetzt erstmal und erkläre dabei, was es genau Neues gibt. So, das Interface ist eigentlich noch genauso wie früher. Sieht eigentlich noch alles ziemlich gleich aus, auch von der Grafik her hat sich nicht wirklich was getan, aber das ist okay, weil das war vorher schon gut, zumindest finde ich. Oh nein, da ist schon so ein Baumeister. Oder ist schon gleich jemand tot? Aber nicht von meinen Leuten, oder? Nein, zum Glück nicht. Der Baum ist echt erst gestorben. Okay, ja, Holz brauche ich dann hoffentlich auch nicht. Wie ging das doch mal? Was? So, nein, nein. Ich muss ja. Es ist so lange her, dass ich das gemacht habe, deswegen weiß ich so viel davon nicht mehr. Ich muss so. Eigentlich hätte ich auch gar nicht die Bäume fällen müssen. Aber okay. Was waren das jetzt für Bäume? So. Also eines der größten Erweiterungen bei Towns ist das sogenannte Bury-System. Bury-System, zu Deutsch halt Grabungssystem. Jeder Spieler kann von seiner Stadt jetzt eine sogenannte vergrabene Stadt anfertigen. Das kann ich hier schon mal zeigen. Moment, nee, so ging es nicht. Ging es? Moment, ich glaube, ich muss auf Pause. Nee. Ja. Ach du mein Gott, jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Ja, vielleicht. Ah, hier. Ah. Hier. Bury Town. Damit kann man seine Stadt sozusagen unter die Erde verlegen. Eigentlich heißt das nur, dass man eine Spieldatei anlegt, in der die Stadt vergraben ist, und zwar viel, viel weiter unter der Erde, als es normalerweise der Fall ist. Wenn man jetzt diese vergrabene Stadt, wenn jetzt ein anderer Spieler diese vergrabene Stadt nehmen würde und in seinen Ordner einfügen würde und dann eine neue Map anfangen würde, dann kann es passieren, dass diese Stadt unter seiner Stadt vergraben ist. Ein bisschen an der Grafik hat sich schon geändert. Die Bäume bewegen sich jetzt, das war vorher nicht, das weiß ich noch. Die Büsche sehen irgendwie komisch aus, weil die sich so bewegen, als wären das irgendwie so Lebewesen. Weiß, was soll das im Wind darstellen, aber es sieht schon irgendwie lustig aus. Zumindest
Zumindest ist es dann so, dass ja, dass dann diese Stadt unterhalb der Erde halt im Dungeon ganz normal wiederzufinden ist. Und zwar ziemlich genau so, wie man sie, wie der Typ sie halt gebaut hatte. Das ist eigentlich ein sehr interessantes System, weil man sich erstens dadurch die Städte von anderen Leuten viel einfacher ansehen kann, ohne dass man diese Stadt selbst gleich spielen muss. Und zweitens findet man so auch vielleicht das ein oder andere ganz brauchbare Mobiliar, das man für seine eigene Sammlung noch verwenden kann. Und ich finde eigentlich, das ist eine sehr nette Idee von den Machern gewesen des Spiels, sowas einzubauen. Und ja, mach schon. Achso, dann müssen wir erstmal. Okay. Und ich finde einfach, das macht dieses Spiel auch so ein bisschen so aus. Sowas. Na. Will halt nicht. Sowas zu machen. Es gibt was anderes, vielleicht hat man es schon gesehen. Ach ja, hier. Es ist ein neues Tier eingeführt worden, das Schaf. Damit kann man jetzt endlich Wolle produzieren und aus Wolle natürlich Kleidung herstellen. Logisch. Genauso wie man es aus anderen Spielen dieser Art gewohnt ist. Und auch neu eingeführt worden sind neue Helden. Welche das genau sind, werde ich dann sehen. Ich weiß jetzt selbst nicht genau. Ich glaube, einer davon waren Droide. Droide kennen vielleicht einige aus diversen anderen Rollenspielen. Das sind eigentlich sowas wie naturverbundene Magier. Die so eine Mischung aus Angriffsmagier und Heilmagier sind, die berufen sich halt auf die Natur und ja, erschaffen dann natürliche Zaubersprüche. Und den gibt es dann halt jetzt auch. Ich bin halt heute ein bisschen nicht ganz so bei der Sache. Das ist nicht so gut. Okay. Fangen wir mal an. Jetzt mal richtig loszulegen. Damit das was wird. Also erstmal muss das alles meiner Meinung nach weg. Dass ich Platz habe. Los. Hoffentlich ist da nicht wieder ein scheiß Baumwächter dabei. Wie hoch der Berg ist. Oh, der ist auch dann weg. Oh. Vielleicht hätte ich lieber. Ne, ist auch alles hier weg. Hier wäre eine große Fläche gewesen. Shredded. Egal. So schnell die Bäume noch, die sollten doch auch weg. Oder kann man die nicht? Achso, die müssen erst abgeerntet werden. Stimmt ja. Die erstmal abernten, dann wegfällen. Ich brauche halt den Platz, sorry. Bäume. Das war schon wieder die scheiß Blumen. Das ist doch nicht zu fassen. Ja. Egal. So, wir machen jetzt erstmal so ein Materiallager hier hinpacken. Müssen nicht gleich alle hinrennen. So. Jetzt können sie gefällt werden, die Bäume. Und den habt ihr vergessen. Und den auch. Okay. Wo wir gerade mal dabei sind. Hier eigentlich noch. Die wachsen viel schneller als früher die Bäume. Oder
Dass das Spiel einfach nur schneller. So, das mit dem und das mit dem. Dann hat jeder sein Lieblingsobst dabei, hoffentlich. Ich will gerade gucken, ob es hier auch Bananenstauden gibt. Nee. Ich habe sowieso keine Dschungel. Doch, hier ist ein bisschen Dschungel. Da ist doch eine. Eine Bananenstaude. Dann könnte ich ein bisschen von dem Dschungelzeug holen und es hier hin pflanzen. Denke ich mal. Sonst noch irgendwelche Landschaften, nee, das war's. Dschungel und Strand sollte ich mir auch merken. Und oder ansonsten alles ganz normal. Okay, aber ich habe ja auch eine normale Map ausgewählt am Anfang. Ja, so. Das sage ich nur für kurze Zeit da, weil ich erstmal was anderes machen möchte. Und zwar Moment. Das wollte ich eigentlich anders machen. Stattdessen nur. Nein, warte. Nur Erde. Weil das richtige Lager kommt dann jetzt hier bald hin. Aber das muss ich anders machen. So. Hier kommt jetzt erstmal das echte Lager hin. Das echte Lager. Aber dazu muss ich erstmal ein Loch graben. Weil da kommt dann die Holzbretter später rein. Komisch, ist gar keine Erde vorgekommen, doch eine. Ach so, ich brauche ja auch noch ein muss ich auch kurz machen. Ah, das ist schon wieder. Na gut. Na gut. Das hier, ah ja, okay. Gehen wir schnell dahin. Da hat er schon. Gut, jetzt kann ich endlich Holzblöcke herstellen. Schön. Das wird eh bald gelöscht. So. Ah, gut. Okay. Jetzt fangen sie an. Die Holzwände halt zu bauen. Das könnte doch ein bisschen schneller laufen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Das dauert mir sonst zu lange.
Da fehlt doch noch ein bisschen was, oder habe ich hier vergessen? Ah, anscheinend habe ich es nur vergessen. Geht noch mal schneller. Nee, das ist schon die schnellste Stufe. Okay. Dann macht mal. Da können sie schon mal als Nahrungsmittel hier. Ah, fertig. Sehr gut, dann mache ich mal nochmal auf normale Geschwindigkeit. Und jetzt kommt hier erst unser richtiges Lager für Rohstoffe. Denn ich mag es lieber mit Holzboden. Als mit Grasboden. So. Der wird dann zerstört. Jetzt packen die auch schön alles hier rein. Genau das gleiche wie hier. Zack, weg. Uhaha, ich bin so bösartig. So unglaublich bösartig. So. Es geht ja eigentlich noch weiter. Ach ja, genau. Jetzt wollen wir unsere... Ne, hab ich auch das Richtige? Ja. Unsere Werkstatt für Holzarbeiten machen. Ach, wie ich das jedes Mal hasse. Weg, 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 na, geh schon weg, weg, gut, weg, so. So, das war ein bisschen früh, vielleicht mit dem, na gut. In Zukunft weiß ich, dass ich lieber vorher nachdenken sollte, statt einfach sowas zu löschen. Also nochmal auf ein Eis. Jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht am Anfang nochmal spielen wollte, weil es so lange dauert, bis man sich alles aufgebaut hat. Ein bisschen noch mal zweiter Höhlen. Ja, so ist gut. Achso, die Blöcke kann ich jetzt eigentlich wieder normal machen. Das Holz geht langsam aus. Dann fällen wir doch mal noch mal ein paar Bäume. Chop, chop. Zum Glück habe ich in weißer Voraussicht vorgesorgt. Die Zeit ist schon vorbei. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, dann lass mal. Chop, bis zum nächsten Mal.